Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Mittwoch und ja, es ist etwas später als 19:30 Uhr. Das hatte einen ganz, ganz simplen Grund, nämlich ich befinde mich hier gerade am Chiemsee in meinem Urlaubsort in Seebruck und musste gerade noch ein wenig hier umgestalten, sodass ich es heute noch nicht mal geschafft habe, mein Live-Video anzukündigen und jetzt hier eben gerade festgestellt habe, ups, ist es ein wenig duster. Deswegen habe ich gerade erstmal für Licht gesorgt und so ein bisschen improvisiert. Ja, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Olaf vor 8 für mehr Inspiration, für deine starke und selbstbestimmte Liebe. Darum geht es mir. Und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht. Da geht es mir um das Thema Veränderungen. Und Veränderungen machen den meisten von uns entweder Angst oder wir sehen es als eine große Chance. Und wie immer, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich beides letztendlich immer drin sehe. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach und Paartherapeut normalerweise aus Hannover. Im Moment, wie gesagt, treibe ich mich hier gerade in Bayern rum, mal heute im schönen Reit am Winkel wandern und bin jetzt gerade wieder zurückgekommen und hier in meiner Ferienwohnung. Veränderungen. Was sind überhaupt Veränderungen oder wie kommen die auf uns zu? Es gibt ja immer mindestens zweierlei Wege, ne? Drei sagen wir mal so. Also das eine ist, entweder es wird von uns aufertragen, von außen, das heißt, es kommt auf uns zu. Wenn wir jetzt mal rein im Kernthema Beziehung bleiben, dass es halt passiert, dass einer von beiden sagt, du, weißt du was, irgendwie, ich habe nicht mehr das Gefühl, dich so zu lieben, wie ich dich mal geliebt habe. Ich brauche Abstand oder ich möchte mich von dir trennen oder vielleicht auch erst nochmal einen Schritt davor. Ich möchte mit dir an unserer Beziehung arbeiten. Das löst ja immer erstmal was in uns aus. Meistens erstmal Angst, erstmal Panik, weil das Liebgewonnene, das, was wir gewohnt sind, ist gefährdet und es droht Veränderung. Und das Ganze hat natürlich aber auch, wie gesagt, eine zweite Seite, nämlich eine Chance, weil das meiste, was ich erlebe in meiner Praxis, ist bei den Paaren, dass einer es früher merkt oder vielleicht auch anspricht und sagt, Mensch, so wie es läuft, bin ich halt nicht mehr glücklich und zufrieden. Der andere aber durchaus das auch so sieht, es bloß noch nicht kommuniziert hat. Also das heißt, auch da besteht dann nämlich die große Chance da drin, dass man sagt, okay, alles klar, lass uns mal gemeinsam gucken, was können wir für unsere Beziehung tun, damit sie sich verbessern kann. Damit wir beide das Gefühl haben, dass wir uns da drin wohlfühlen. Also das ist einmal die Chance. Umgekehrt natürlich, wie gesagt, das Risiko, gerade wenn es so von außen herangetragen ist, du stehst auf einmal völlig überrascht da und sagst, ja, was ist denn das jetzt? Also, wenn sich dein Partner, deine Partnerin frisch anderweitig verliebt hat, du erfährst das jetzt, dann steht man erstmal wie ein Ochs vorm Berge da und sagt, ja und wie? Wenn man da ganz ehrlich zu sich ist, hat man es natürlich auch schon ein Stück weit geahnt und dann entsprechend mitbekommen, aber meistens wollen wir das ja dann auch nicht wissen. Also, das heißt, da geht es auch zu gucken, was ist bei diesen Veränderungen, wie gehe ich damit um? Und welche Chance sehe ich da drin, welches Risiko sehe ich da drin? Die zweite Variante der Veränderung ist, wenn ich selbst aus mir heraus sage, ich bin so nicht glücklich und zufrieden, ich möchte etwas verändern, ich möchte mich wohler fühlen in meiner Beziehung, aber so wie sie bisher läuft, bin ich nicht glücklich und zufrieden. Das heißt, ich habe eine eigene Motivation und komme aus mir selbst heraus und bin bereit, etwas für die Beziehung zu tun. Das gibt mir natürlich einen ganz anderen Standpunkt, als wenn es an mich herangetragen wird. Wenn du jetzt umgekehrt deinen Partner, deine Partnerin überrascht damit und derjenige oder diejenige nichts davon wusste, dann weißt du schon mit der ersten Variante, die wir gerade besprochen hatten, okay, so fühlt er oder sie sich gerade. Also das heißt, das ist die zweite Variante, wie es überhaupt zu Veränderungen kommt. Die dritte Variante sind dann letztendlich irgendwelche einschneidenden Erlebnisse. Also das heißt, es kommt vielleicht eine Krankheit in dein Leben hinein. Du weißt auf einmal, okay, ich habe vielleicht nicht mehr lange zu leben oder irgend sowas passiert. Das ist für viele Menschen auch nochmal ein Wendepunkt, wo man sagt, ich gucke, ob ich mein Leben irgendwo, das, was mir jetzt noch übrig geblieben ist, letztendlich nochmal anders gestalte und lieben und leben möchte. Aber auch das wäre dann ja wieder eine Veränderung, die von außen herangetragen wird. Also das heißt mal so die drei Varianten. Jetzt könnte man auch sagen, wenn ein Jobwechsel ist und so weiter und so fort, wenn Kinder geboren werden. Es gibt so viele Varianten an Veränderungen, die eintreten können. Es müssen nicht immer die großen sein, die ich dir gerade beschrieben habe. Wichtig ist mir nur, dass wir nicht nur bei diesen Veränderungen sehen, dass es eine Chance gibt. Das ist ja so, bin ich ja generalverdächtig für, dass ich sage, ja, jede Veränderung hat auch eine Chance und du musst nur das Positive sehen. Nö, Bullshit, Entschuldigung. Manchmal ist es auch einfach scheiße und wir wollen eigentlich gar nicht, dass sich was verändert. Wir wollen eigentlich gar nicht, dass irgendwie was an der Beziehung in Frage gestellt wird. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe im Moment ein Pärchen bei mir in der Praxis, die sind über 36 Jahre verheiratet
Und das ist jetzt so, dass bei dem Mann was aufgebrochen ist, initiiert doch durch eine andere Frau, die mit ins Spiel gekommen ist, aber auch unabhängig davon, dass er gesagt hat, so wie das hier jetzt ist, ich bin nicht glücklich und zufrieden, wie das so läuft. Wir haben viel zu viel Gebäude, wir haben viel zu viel Haus und Hof um uns herum, was uns zu viel Arbeit verursacht. Und ich möchte viel kleiner, ich möchte viel einfacher an dieser Stelle leben, weil das ist mir zu viel Ballast. Ich möchte meine Freizeit, die ich habe, neben meinem anstrengenden Job noch ganz anders nutzen, nämlich mit schönen Dingen. Das ist seine Seite. Auf der anderen Seite ist die Frau, die ganz häufig dann auch bei mir in der Praxis immer sagt, du, 36 Jahre ist das doch alles super gelaufen, warum kommst du jetzt damit? Ich verstehe das einfach nicht. Und da kann ich immer nur dann auch zurufen und sagen, ja. Da ist das für die Frau nicht unbedingt das Geschenk, dass sie sagt, super, das ist eine Chance, dass sich was in unserer Beziehung verändert, weil sie war ja glücklich und zufrieden. Also das heißt, auch die Seite gibt es. Umgekehrt ist es natürlich, wenn man ganz ernsthaft guckt, und da gucke ich auch gerade mit diesem soeben beschriebenen Paar, dass es ganz häufig auch diese Frau dann sagt, ja, stimmt, also eigentlich, wenn ich gucke, ja, müsste man eigentlich auch nicht machen und könnte ich eigentlich auch gut mitleben, wenn wir das weniger hätten. Und stimmt, da hast du eigentlich recht. Und eigentlich ist es doch schön, wenn wir diese eine Sache, die wir beide gerne machen, uns dafür viel, viel, viel mehr Zeit für nehmen würden. Also das heißt, das sind dann halt letztendlich die Aspekte, wo die Frau auch anfängt zu sagen, ja, ich sehe auch eine Chance drin. Aber erstmal im ersten Schritt ist es nicht eine Chance für sie. Also von daher müssen wir immer beides drin sehen. Also es hat Chancen, es hat aber auch Risiken. So, jetzt möchte ich mit dir einfach mal mehr über den Chancenteil sprechen, über die Risiken. Ich denke mal, das ist klar, was passiert, wenn du nichts tust und das läuft so weiter, dann ist halt einfach generell erstmal die Gefahr, dass die Beziehung auseinanderbrechen kann. Umgekehrt ist die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, wie will ich Beziehung leben, was gehört für mich dazu, was sind die Aspekte, die ich gerne haben möchte. Und ich sage immer, Beziehungsformen gibt es so viele, da möchte ich keinem vorschreiben, welche die richtige für einen ist, weil das wäre anmaßend. Sondern da heißt es für mich auch, jeden dabei zu unterstützen, herauszufinden, was ist das, was ich leben möchte und passt das mit meinem Partner zusammen, ja oder nein. Und da reden wir von einer rein monogamen Beziehung bis hin zur offenen Beziehung, wo alles möglich ist. Also das heißt, da auch sich mal wirklich mit auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich wirklich wie leben? Das ist die Chance da drin. Und wenn ich das schaffe, das aufzugreifen, dann habe ich halt auch eine Chance, wirklich das Potenzial, was für mich immer eine Beziehung auch beinhaltet, nämlich die Weiterentwicklung, die Entfaltung der beiden Persönlichkeitsanteile und das im besten Fall gemeinsam nach vorne. Wenn man das schafft, das abzugreifen, wenn ich es mal so nennen darf, dann ist es eine ganz, ganz große Chance, die Veränderung bedeutet. Jetzt könntest du sagen, Olaf, ja, war ja nett, was du da jetzt gerade alles gelabert hast, aber das hat irgendwie alles keinen Sinn, keinen Verstand und irgendwie ist es ziemlich platt im Gegensatz zu dem, was du sonst sagst. Könnte ich fast sogar unterschreiben. Warum ich das anspreche, ist, ich erlebe es in meiner Praxis immer wieder, dass sich die meisten Menschen erstmal dagegen sperren. Also meistens, und damit meine ich 70%, sind es die Frauen, die den ersten Schritt machen. Die sagen, Mensch, so läuft es nicht weiter, so geht es nicht weiter, ich brauche hier Veränderung und entweder du kommst mit oder ich bin weg. So, das heißt, 70% der Fälle werden die Männer erstmal zu mir in die Praxis geschleppt. Und das ist was, wo ich sage, wie schade. Also, das muss ja nicht sein. Und deswegen ist es mir so wichtig, da heute ganz kurz drüber zu sprechen und dir das mitzugeben, zu sagen, Veränderung muss nicht per se negativ sein, muss aber auch nicht per se positiv sein. Veränderung ist immer das, was du selbst draus machst. Und je mehr du dich aktiv drauf einlässt, je mehr du dich aktiv diesem Prozess stellst, desto mehr hast du die Chance, auch aktiv diesen zu gestalten. Weil dann bist du nicht ausgeliefert, dann bist du nicht in dieser Opferrolle, wie wir das gerne manchmal beschreiben, fühlen, wahrnehmen, sondern dann bist du in der Handlungsmöglichkeit und in der Handlungsoption wieder freier. Vorher haben wir meistens das Gefühl, boah, es erdrückt mich und ich habe gar keine Chance, etwas zu tun. Und deswegen war es mir so wichtig, dieses erstmal grundsätzlich banale Thema vielleicht nochmal auf diese Art und Weise zu beleuchten und zu sagen, hey, sieh es auch als Möglichkeit an, egal ob es jetzt eine Chance ist, egal ob es etwas ist, wo du sagst, ich hätte mir auch was Besseres wünschen können gerade. Wenn du aktiv dich daran beteiligst, hast du eine Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Was das Ergebnis ist, wissen wir immer nicht. Es sind immer zwei Menschen Minimum dran beteiligt und das macht es sowieso dann immer von vornherein gleich erstmal spannend und aber halt auch nicht kalkulierbar. Aber je mehr du dich selbst einbringst, desto mehr hast du halt auch die Chance, dass es zu dem werden kann, was dir selbst entspricht. Und das ist die Einladung, die ich damit aussprechen möchte und wo ich heute einfach mal auch darauf hinweisen wollte, dass Veränderung nicht immer nur negativ sein muss.
Das ist natürlich jetzt nicht nur aus der Erfahrung heraus, die ich in meiner Praxis gemacht habe, sondern natürlich auch aus meiner eigenen persönlichen Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, weil ich oft genug Brüche in meinem Leben gehabt habe. Und ich kann sagen, und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich mich fast immer diesen Veränderungsprozessen sehr schnell stellen konnte. Manchmal habe ich mich auch gegen gewehrt und habe gesagt, oh, es ist doch alles prima, es geht mir zwar nicht so richtig toll, aber naja, es passt schon im Großen und Ganzen. Das nenne ich dann immer so das gemütliche Elend. Nö, mittlerweile bin ich auch eher dabei, wenn sowas kommt, dass ich es annehme und sage, okay, alles klar, was kann ich hier tun? Was ist da, worauf geht es zu achten? Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig, um dann in die Bewegung wiederzukommen? Weil das andere ist die Schockstarre. Also das ist so mal zu dem Thema Veränderung und warum macht uns Veränderung immer so oft Angst? Und ja, sie dürfen uns auch mal Angst machen, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und da nehme ich mich nicht aus. Wir möchten gerne, dass, wenn es uns halbwegs gut geht, dass wir sagen, so könnte das Leben weiterlaufen und ich brauche jetzt keine großen Veränderungen. Aber das ist nun mal nicht so, sondern Bewegung ist im Leben drin. Also Leben heißt Bewegung und damit halt auch Veränderung. Und wenn ich schaffe, mit dem Thema Veränderung anders umzugehen, es nicht so angstbesetzt zu haben, dann kannst du daraus ganz viel Potenzial für dich und deine eigene Entwicklung ziehen und damit halt auch für deine Beziehung. Und dann geht es halt natürlich zu gucken, woher kommt diese Angst? Hat das irgendwas mit deinen Erfahrungen, die du vor deiner jetzigen Beziehung gemacht hast, zu tun? Also sind das so die Prägungen, die wir mitbringen, die ich immer sage, oder so beschrieben mit dem Rucksack. Ich könnte jetzt mal einen Rucksack von heute vom Wandern aufsetzen. Also kommt das daher? Hast du das in deinem Elternhaus erlebt, wie deine Eltern mit dem Thema Beziehung umgegangen sind? Oder ist das dir selbst in vorherigen Beziehungen widerfahren oder sogar vielleicht in deiner jetzigen Beziehung schon? Also da auch immer zu gucken, wenn Veränderung ansteht, woher kommt diese Angst? Und ich will nochmal nicht dich dazu bringen, dass du jetzt sagst, Veränderung ist immer toll und hurra, Veränderung her damit. Sondern wenn du merkst, ups, Veränderung macht was mit dir, macht dich eng, macht Angst in dir, dass du dann schaust, okay, woher kommt diese Angst und wie kann ich damit umgehen? Und wenn du die aussprichst, zum Beispiel wiederum gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin, dann habt ihr beide eine Chance, darauf zu reagieren. Also deswegen nochmal war es mir so wichtig, heute etwas über das Thema Veränderung, Chancen auf der einen Seite, ja, aber nicht immer. Manchmal ist es auch einfach ein Risiko, weil es kann halt auch einfach ganz vieles kaputt gehen. Das wäre Blödsinn, wenn ich die da versuchen wollte, fast zu verkaufen und sagen, es ist immer eine Chance. Übergeordnet gesehen, ja, klar, mag was dran sein. Ist letztendlich, wenn ich mein eigenes Leben auch mal betrachte, ganz bestimmt so. Aber ich will da auch keinen Glaubenssatz draus machen, weil sonst fühlst du dich zu Recht vielleicht auch veralbert und sagst, Mensch, Olaf, das ist doch fernab jeglicher Realität. Das mal so als Input. Wenn du Fragen hast, du kennst das Prozedere, wenn du es schon mal gesehen hast, dann kannst du die gerne jetzt im Kommentar stellen. Ich bin hier heute mit dem Smartphone, da muss ich mal gleich immer unten gucken. Ich glaube, ich habe auch immer nicht auf die Kamera geschaut. Also, falls du das heute feststellst, tut mir leid. Muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich in die Linse der Kamera gucke. Also, wenn Fragen sind, stell sie gerne. Wenn du sie jetzt nicht stellst und weil du das Video vielleicht später siehst, dann gerne schreib es in die Kommentare rein. Ich gehe dann auch gerne später auf deine Frage drauf ein. Auf dem YouTube-Kanal werde ich das Video dann auch heute noch hochladen. Also das heißt, da kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Oder wenn du sagst, nö, so in den öffentlichen Kommentaren möchte ich es nicht so gerne haben, schick mir eine persönliche Nachricht. Ich überbrücke nochmal kurz, weil dann kannst du deine Frage in Ruhe eintippen. Ich kenne das selbst, dass man dann auch gewisse Zeit braucht. Ich habe dir heute den Link oben wieder mit reingestellt, noch einmal zu dem Summer Camp für Führungskräfte. Das passt auch zum Thema Veränderung. Wenn du also eine Führungskraft bist oder angehende Führungskraft bist und sagst, Mensch, ich wünsche mir da so ein Stück weit Unterstützung, dann gibt es von fünf Kollegen und mir ein Angebot, nämlich das Summer Camp für Führungskräfte für relativ kleines Geld. 75 € kostet das. 6 Webinare, ohne dass wir da Werbeeinheiten drin machen, sondern wirklich Input, wo wir dich als Führungskraft mit unterstützen werden und wollen, dass du in deiner Entwicklung, in deiner Entwicklung als Führungskraft weiterkommst. Mein Thema ist, wo ich letzte Woche hier schon mal drüber gesprochen habe, der Job als Liebestöter. Und da bringe ich dir in das Webinar 7 Tipps mit hinein. Es wird aber keine Wiederholung von den 4 Tipps sein, da werde ich maximal 2 von nochmal aufgreifen, sondern es werden weitergehende Tipps sein, die du dann auch in deinen Alltag umsetzen kannst. Fragen sind nicht mehr gekommen. In diesem Sinne bin ich heute, wie gesagt, etwas später dran gewesen. Es liegt daran, dass ich hier mich in meiner Ferienwohnung, in meinem Urlaubsort gerade befinde. Danke für dein Vertrauen, danke für dein Zusehen heute. Und wie gesagt, wenn Fragen auftauchen, schreib sie mir gerne in den Kommentar. Ich greife sie sehr, sehr gerne auf.
Genieße deinen Mittwochabend. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder und da dann auch wieder aus den gewohnten Räumlichkeiten. Und in diesem Sinne, hab einen charmanten Abend, genieße dich, genieße deine Beziehung und genieße dein Leben. Dein Olaf Schwantes. Ciao.